Republik Vaterland. Ist er umgestiegen? Von 100 auf Hitbox die Fanbild, 100 Zuschauer, Tanz für Donations, eine Ehre, die so niemals endet, sitzt auf dem Bass, die Kugel so spendet. Doch was ist, wenn er gehen wird? Wie viele triefende Fotzen wird er so allein lassen? Es wäre nahezu unendlich, so viel Orgasme wird niemals allein schauen. Till der Leihwagen, ein Stream reicht schon, um geil zu sein, doch zum anderen wird Hilfe gebraucht. Also schreien die Bitches, du machst mich geil, also bitte, bitte, Phil, sag uns dein Bauch. Samstag vergehen, niemand hat Lust zu. Tage ohne Phil sind wie Witze vom Mundstuhl. Privat Skype, er zeigt vor der Cam und wird meinem wundervollen herzlichen Kuss zu. Ist es der Bart Osama, der zu dir spricht? Samstag ohne Phil gleich an. Somit stream ich dort nicht und somit bitte ich dich. Nein, ich flehe dich an. Schatz, stream, bevor es mich auf ewig verbannt. Du brauchst keine freien Tage. Streamen ist Freizeit. Freunde, komm zu mir, ich sage Filmstreet nicht. Mein Beileid, du bist mein Ein und alles und keiner kann es verhindern, dass du wie bisher weitermachst. Filmmann ist weg, please come back AFK. Wir wollen dich, deinen Anus, deinen Bauch, deinen Charme. Wir wollen Streams, Giveaways, AIDS und Babys, bevor wir uns damit abfinden, dass du plötzlich gehen wirst. Filmmann ist weg, please come back AFK. Wir wollen dich, deinen Anus, deinen Bauch, deinen Charme. Wir wollen Streams, Giveaways, AIDS und Babys, bevor wir uns damit abfinden, dass du letztlich gehen wirst. Heinz wirklich AIDS, Jesus hat Tripper, alles das bist du schuld. Selbst zu Kato wird zu Mega. Trauer im Internet, tiefe Melancholie, sie ist für immer. Denn ohne dich endet sie nie. Was hast du angerichtet? Supercool wird immer ärmer, weil er sein Geld nicht mehr für dich und deine Streams entbehren kann. Und nun fing er an mit dem Drogenkonsum. Ein einziges Bild von dir, it's raining bonus on you. Es ist die Realität auf Befehl, die dafür sorgt, dass genau wie Boba Schmidt der Zeit jeder mal geht. Es heißt, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber du bist und bleibst meine Nummer 1. Dein Geruch, deine Attitüden, ich spüre sie. Es ist wie zur Zeit von Hitler, weil man den Führer liebt. Und wenn du mir dann da sind, Liebe, die Breaks sind heftig verkackt, oder? Kann ich dich dazu bringen, dass du wie Next Tricks. Hashtag Titten. Ey Leute, was ach, geht? Hello Tricks ist hier und so. Und Scheiße, jetzt nimmt erstmal einen Penis in die Hand, weil dann ist alles... Nein! Okay Jungs, es ist Zeit. Ich möchte jetzt im Stream jemand outen. Und zwar ist es unser Boy Terex. Ich werde im Stream locker Zustimmung bekommen von NotCryzek und Alexander. Die haben das miterlebt, dass es genauso passiert ist. Und wenn Terex das jetzt gleich abstreiten wird, dann ist es eine Lüge. Niemals würde ich euch anlügen im Stream. Vor allem nicht, um Leute zu trollen, ja? So, und zwar ist es vor ungefähr einer halben Woche folgendermaßen passiert. Ja? Wir saßen auf dem TeamSpeak und Terex meinte nur so, hey, Alter, ich habe schon wieder einen stehen und er geht nicht weg. Lass doch mal eine Folge Boku no Pico gucken. Und was ist passiert? Wir saßen da im TeamSpeak, ich, NotCryzek, Alexander, mit Terex, ne? Und wir gucken uns diese Folge an und Terex die ganze Zeit am Schmatzen, am, du hörst es halt, wie er am Arbeiten ist, ne? Und ich, Ralle und Ole saßen da nur so und dachten uns... Das war meine Boku no Pico-Erfahrung. Aber ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Und Terex ist heftig geil draufgegangen. Ihr seht es auch im Chat, er macht ganz große Augen. Terex fand die Folge über nice. Ey, was ist denn das für ein Scheiß hier, Mann? Ich saß also da, Counter-Strike, ne? Denk mir so, hey, machst du doch mal eine Kiste auf, kommt bestimmt ganz cool. Vielleicht ist ja irgendwie ein Skin drin, der 5, 6 Euro wert ist. Ich saß da und dachte so, hey, ich würde mich freuen, wenn dein Skin ist, der irgendwie 4, 5 Euro wert ist. Das wäre cool. Machst du diese Kiste auf, hab links noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gesurft auf meinem zweiten Bildschirm. Vielleicht ein YouTube-Video oder sowas laufen gehabt, machst du die erste Kiste auf, es war, glaube ich, eine blaue Waffe drin, denk mir so, hey, okay, man hat nicht immer Glück, ne, so ist das Leben, ist doch okay, ist nicht schlimm.
mach die zweite Kiste auf, geh so auf den anderen Bildschirm rüber. Auf einmal, das Ding rattert durch, ich guck so nach rechts, ich sehe gelb. Ich denk mir so, was? War halt dieses gelbe Dings von wegen, ja, hier kommt wahrscheinlich gleich ein Messer raus oder irgendwas Besonderes halt, ne? Ich denke so, okay, guck rüber, hab schon so die Hand vorm Gesicht, kannst nicht wirklich fassen. Steht da halt Butterfly Fate Factory New. Also steht Butterfly Fate dran und ich denke mir so, okay, ist das was wert? Es gibt ja auch Messer, die sind irgendwie 80 Euro wert. Ich habe ja davon überhaupt gar keinen Plan, ne? Denk mir halt so, keine Ahnung, vielleicht ist es was wert, vielleicht auch nicht. Guck so auf diese Gebrauchsdinger, auf dieses, den Zustand halt, ne? Sehe Factory New und denkst so, okay, ich glaube, ich habe davon gar keinen Plan gehabt, ne? Und denkst so, okay, Factory New hört sich gut an. Könnte so das zweite oder dritthöchste sein von der Stufe, ne? Ich dachte, es gibt noch was höher drüber, ist natürlich nicht, das ist schon das höchste. Ja, und dann habe ich auf den Steam Marketplace geguckt und sehe halt so, ja gut, das Messer geht für 300 Euro weg. Dann habe ich ein bisschen tiefere Recherche geführt und habe rausgefunden, dass es sogar noch mehr wert ist, wahrscheinlich so 400 Dollar oder so. Und dann bin ich schon leicht in meine Hose gekommen. Ich musste dann auch irgendwie, ich habe jemanden gebraucht, dem ich das erzähle. Ich bin auf den Teamspeak gegangen, habe dann meinen Boy Colin, der mir auch die Swaggy Halskette und den ganzen Shit geschickt hat demnächst. Hab den dann irgendwie 20 Minuten zugetextet. Er war mein mentaler Support, hat sich über für mich gefreut. Hat mich hart dafür gefeiert. Und ich bin halt einfach nicht auf die Welt klargekommen, ne? Das ist halt in dem Moment auch normal. Dankeschön, das ist das Highlight-Video. Schön, dass ihr es geguckt habt. Hier kommt jetzt gleich mein Hitbox-Link reingeflogen und dann könnt ihr da mal draufklicken. So, und jetzt kannst du ausblenden.